Die Interessenlage in der Europäischen Union bezüglich der Fragen der Migration ist unterschiedlich. Aber, und das war der eigentliche Wert dieses Rates, wir haben uns dazu verständigt, dass es eben nicht nur die Frage für einzelne Mitgliedstaaten ist, die diese Mitgliedstaaten herausfordern, sondern dass es eine Aufgabe ist, die alle angeht. Und jetzt haben wir das Thema der Sekundärmigration, dass Flüchtlinge, und wir sind uns, glaube ich, alle einig, sich nicht einfach aussuchen können, in welchem europäischen Land sie ein Asylverfahren durchlaufen. Es muss mehr Ordnung in alle Arten der Migration kommen, damit Menschen den Eindruck haben, Recht und Ordnung werden durchgesetzt. Das ist unser Auftrag und unser Anliegen. Ich will bei allen Problemen, die wir weltweit haben, noch mal darauf hinweisen, dass wir in den letzten Jahrzehnten auch vieles erreicht haben. 1981 lebte noch 42% der Weltbevölkerung in absoluter Armut, also mit einem täglichen Einkommen von weniger als $2 pro Tag. Heute sind es 10% der Weltbevölkerung, bei viel mehr Menschen, aber 10% der Weltbevölkerung. Der Anteil der Analphabeten in den 50er Jahren waren 64% der Weltbevölkerung, heute sind es weniger als 14%. Der Anteil der weltweiten Militärausgaben war 1960 noch bei 6% des Bruttoinlandsprodukts, heute ist er bei 2,2% weltweit. Es gibt Krankheiten wie zum Beispiel die Pocken, die völlig ausgerottet sind. Das heißt, wir sollten nicht nur immer so tun, als ob alle Probleme unlösbar sind, sondern wir sollten zeigen, dass wir mit Hilfe von Entwicklungshilfe, internationalem Einsatz vieles auch gelöst haben und natürlich nicht am Ende sind. Aber das sollte uns Mut machen, auch die Entwicklungsziele für 2030 jetzt umzusetzen und einfach weiterzuarbeiten für eine bessere Welt. Aber zurzeit gerät etwas ins Wanken, was wir als fast unveränderlich gesehen haben, nämlich die Rolle multilateraler Organisationen. Wir haben jetzt die Zölle auf Aluminium und Stahl und wir haben eine Diskussion, die weitaus schwerwiegender ist. Sollen auch noch Zölle auf Autos erhoben werden im Blick auf die Importe in die USA? Und meine Damen und Herren, wenn es um Handelsbilanzen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika geht, dann sind diese Handelsbilanzen, wenn es zu einem großen Handelsüberschuss von Europa kommt, immer auf der Basis, dass es nur um den Austausch des Warenverkehrs geht. Da sind Dienstleistungen überhaupt nicht drin enthalten. Wenn Sie die Dienstleistungen inklusive der digitalen Dienstleistungen mit reinsetzen, dann haben Sie eine völlig andere Handelsbilanz, bei denen es eher einen Überschuss der Vereinigten Staaten von Amerika gegenüber Europa gibt, als umgekehrt. Und das muss man auch einmal sagen, es ist sozusagen fast altmodisch, nur die Waren zu rechnen und nicht die Dienstleistungen mit hineinzubringen. Und hier erarbeiten wir jetzt eine Strategie zur künstlichen Intelligenz. Wir drohen da zurückzufallen, nicht weil wir nicht die besten Fachleute haben. Wir haben dazu eine Anhörung gemacht. Deutschland hat herausragende Köpfe. Aber wir müssen das einbinden in eine Gesamtstrategie von der Forschung bis hin zur Anwendung, damit uns nicht das passiert, was uns früher passiert ist. Wir haben den MP3-Player erfunden, aber niemals vermarktet. Jetzt muss es gehen von der Forschung hin zur Anwendung in der Wirtschaft. Und gerade im Blick auf unsere Stärke, nämlich die Industrie, das Internet der Dinge, Industrie 4.0, das ist eine Prägung aus Deutschland. Und die muss jetzt mit der Entwicklung der künstlichen Intelligenz zusammengebracht werden. Ganz wichtige Aufgabe für die nächsten Jahre. Wir haben Arbeitslosenzahlen, die uns wirklich hoffnungsvoll stimmen. Die niedrigste Arbeitslosigkeit seit der deutschen Einheit. Im Juni 5%, meine Damen und Herren, viele Regionen mit Vollbeschäftigung. Und das hat ja dazu geführt in den letzten Jahren, und das ist ja das eigentlich Wichtige, nicht nur, dass viele Menschen Arbeit haben, sondern es hat auch dazu geführt, dass wir bessere Lohnentwicklungen haben. Und genau diese Lohnentwicklung zeigen sich jetzt auch in der Steigerung des Mindestlohns. Das heißt, wir konnten jetzt wieder sagen, der Mindestlohn wird angehoben, im Übrigen von einer Kommission, die sehr reibungsfrei und reibungslos arbeitet. Wir haben für die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner können wir sagen, die Renten steigen zum 18. Mal hintereinander sehr, sehr deutlich. Das ist ein Riesenproblem.
Beitrag dazu, dass auch gerade ältere Menschen besser leben können. Denn bei den geringen Inflationsraten ist das ein Mehr an Geld in dem eigentlichen Portemonnaie. Wir haben beschlossen, dass wir die Bürgerinnen und Bürger durch einen höheren Grundfreibetrag für Erwachsene und den Abbau der kalten Progression als Korrektur am Einkommensteuertarif entlasten. Wir entlasten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, indem wir zurückkehren zur paritätischen Beitragsfinanzierung. Wir stärken Familien durch ein höheres Kindergeld und die Anpassung des steuerlichen Freibetrages für Kinder. Wir haben das Baukindergeld beschlossen. Wir haben steuerliche Anreize für den Wohnungsbau beschlossen. Wir tun mehr für den sozialen Wohnungsbau. Immer wieder ist hier gesagt worden, Wohnen ist die zentrale Herausforderung. Hier hat die Bundesregierung bereits gehandelt. Und danke allen dafür, die das auf den Weg gebracht haben. Also diese Bundesregierung arbeitet. Sie ist sich bewusst, dass sie viel zu tun hat. Sie wird die gesellschaftlichen Fragen so versuchen zu lösen, dass es zu einem besseren Zusammenhalt in der Gesellschaft kommt. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Danke.